Hoi miteinander, mein Name ist Mina. Ich studiere Wirtschaftsinformatik und ich absolviere gerade das Kooperationsprogramm der Universität Liechtenstein und der Universität Würzburg. Mich hat überrascht, wie herzlich ich in Würzburg begrüßt wurde. Alle im Institut haben mich schon gekannt und die haben mich begrüßt, als wären wir Freunde. Das war total nett. Die Vorteile für Masterstudierende liegen darin, dass man zwei Diplome oder zwei Abschlüsse machen kann, dass man zwei Länder kennenlernt, dass man zwei Kulturen kennenlernt, dass man auch zwei Hochschul- oder zwei Universitätsstandorte kennenlernen darf. Das Studium an der Universität Liechtenstein zeichnet sich durch drei Charakteristika aus. Erstens Familiarität. Wir arbeiten in Kleingruppen, wir haben ein Betreuungsverhältnis von 11:1. Zweitens Internationalität. Trotz der Kleinheit haben wir Studierende aus über 50 Nationalitäten auf dem Campus. Und drittens Praxisorientierung. Wir beraten regelmäßig Unternehmen der Region und gründen auch gemeinsam neue eigene Unternehmen. Ich finde, man sollte mal in Liechtenstein studiert haben, weil man einen super guten Ausgleich hat zum stressigen Uni-Alltag. Man kann innerhalb von 10 oder 20 Minuten in die Berge fahren, wandern und einen super guten Ausblick genießen. Würzburg liegt direkt am Main. Das lädt einen nach der Vorlesung da irgendwie joggen zu gehen oder wenn es heiß ist, schwimmen zu gehen. Es ist jeden Tag was los. Also die Herausforderung ist dann eher rauszufinden, was man machen möchte und nicht wo. Würzburg liegt ja in Franken und Franken ist eine bedeutende Weinbauregion in Deutschland. Dementsprechend gibt es in Würzburg auch immer wieder Weinfeste, wo man sich mit Freunden auf ein Gläschen Wein verabreden kann. Und besonders der Silvaner ist halt super gut. Das Gute muss oft nicht so weit wegliegen, sondern findet sich vor allem auch in Europa und in der Kooperation zwischen Würzburg und Liechtenstein.